Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Ecki Gümbel. Ja, los geht's. Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Runde Alles über Mautic. Und Thomas, schön, dass du auch wieder da bist. Hi, Ecki. Hey, wie geht's? Jo, super. Wir haben volles Programm. Wir hatten volles Programm in den letzten Wochen und für heute eine Menge auf der Liste. Mhm. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Los geht's. Ja, und zwar mit ein bisschen Bericht, Back to the Future. Was haben wir letztes Mal gehabt? Wir haben ja mit Alan vor allem über Mautic 3 gesprochen. Mhm. Dazu sollte es von der Mautic Community auch einen Blogpost geben. Der ist auch so gut wie fertig, aber noch nicht live geschaltet. Okay. Die Informationen, also die Ankündigung zu Mautic 3, ein bisschen Näheres nochmal zu den Inhalten und zur Timeline. Mhm. Im Wesentlichen das, was Alan uns im Interview auch erzählt hatte. Ich hoffe, das ist noch vor Weihnachten live. Wir sind auf alle Fälle hart dran am Arbeiten. Cool. Ein paar Details dazu, also die letzte Woche noch nicht oder letztes Mal noch nicht da waren. Ob die Beta dieses Jahr noch rauskommt, ist nicht ganz gesichert. Okay. Ja. Ja, die Jungs und Mädels arbeiten wirklich hart dran, aber wenn nicht, dann eben nach Neujahr und dann bestimmt in ganz toller Qualität. Ja, es hat ja auch keinen Sinn, was rauszupusten, wo dann doch noch Probleme drin sind. Ne? Naja, Probleme wird es sowieso geben, aber was Kniebrechen in der Tat. Genau. Ja, ja. Genau. Und ja, Release, es gibt nach wie vor keinen Termin. Irgendwann Anfang 2020 würde ich immer interpretieren als erstes Quartal. Jawohl. Ja. Mhm. Und die PHP-Version wurde inzwischen auch nochmal hochgeschoben auf 7.2.21, also mit 7.2.0 wirst du da leider nichts mehr. Oh echt, das geht hinten auf den Punkt? Ja, das geht da um ein paar Feinheiten, die okay. noch dazu kamen auf PHP-Seite, die wir gerne nutzen wollen, Schrägstrich, die auch Symfony nutzt. Mhm, verstehe. Genau, was ist zu Mautic 3 gab, neben Fortschritten auf der technischen Ebene, war ein Blogpost von unserem Freund Josu auf mauteam.org, wo er sich ein bisschen auslässt. Zum einen sagt er, oh Mensch, schön, dass sich was tut, und zum anderen, oh, ich sehe Probleme. Mhm. Und die Probleme, die er anspricht, sind neben dem Meckern übers Timing, wo man natürlich drüber meckern kann, vor allem das Thema, was ist denn mit 2.16, was ist mit den ganzen Pull-Requests, also den Features oder Korrekturen, die Leute schon mal bereitgestellt haben, die es aber bisher nie in die Version 2 geschafft haben. Mhm. Sprich, dadurch, dass es im letzten Jahr so langsam voranging bei Mautic, gibt es einen Rückstau und mit Mautic 3 wird der jetzt irgendwie aufs Abstellgleis geschoben und das führt zu fehlender Qualität, zu Frustration etc. Mhm. Also gute Punkte, die er macht. Nur ist er natürlich auch Teil der Community und sicherlich eingeladen, seinen Teil beizusteuern, zu organisieren, dass Dinge nicht aufs Abstellgleis geraten, dass Dinge toll sind, ne? Nichts fällt vom Himmel. Ja. Aber auf alle Fälle lesenswerter Artikel, Link wie immer in den Shownotes. Ganz genau. So, und dann waren wir, wie angekündigt, auf dem Marketing Underground. Jo, wir waren in Berlin auf der Marketing Underground. War eine mega coole Veranstaltung. Wir waren zu viert da und wie wir schon erzählt hatten, wir hatten einen Stand, der vor allen Dingen Mautic nach vorne stellt. Ich habe praktisch den ganzen Tag Gespräche geführt mit Besucher. Es war einfach total spannend, sich mit denen zu unterhalten. Total spannend war auch, dass wir Leute getroffen haben, die tatsächlich schon lange Mautic benutzen. Und wir haben auch ein paar Originalstimmen eingefangen und wir wollen uns jetzt noch dazu Sabine anhören. So, bei mir ist jetzt die Sabine, die auch schon seit sehr langer Zeit Mautic-Anwenderin ist. Hallo Sabine, herzlich willkommen. Hallihallo. Erzähl uns doch mal, was du mit Mautic treibst. In erster Linie versorge ich Tierschutzthemen mit Input, mit Informationen. Also ich habe eine Zielgruppe für tierschutzrelevante Informationen aufgebaut und da verschicke ich meinen Newsletter, wichtigen Content für die Tierhalter, damit sie mit ihren Tieren vernünftig umgehen. Also ein Tierschutzthema, wenn man so will. Ja, cool. Also es gibt ja echt alle Arten von Anwendungen und das ist auch mal wieder ein richtig schöner, finde ich gut. So, wir haben uns eben schon mal kurz unterhalten über Probleme, die du mit Mautic E-Mails hast. Magst du uns darüber drei Sätze erzählen?
Ja, also prinzipiell finde ich Mautic super. Also erstmal ein großes Lob an alle, die da ehrenamtlich mitentwickeln. Aber ich hatte ein Erlebnis der besonderen Art. Und zwar habe ich entdeckt, dass in einem Template, was ich benutzt habe für meine E-Mails, ein Backlink drin ist, ein Google-Link drin war, der dafür gesorgt hat, dass meine E-Mails nicht vernünftig zugestellt werden konnten. Und das war natürlich eine böse Überraschung, die ich mir jetzt so nicht gewünscht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war ein Mautic-Standard-Template, richtig? Ganz genau, ein Standard-Template. Okay, und jetzt frage ich mal ganz böse, ist dir klar oder hast du irgendeine Idee, was man in so einem Fall machen könnte, damit das Problem behoben wird? Denn wir sind ja in einer Open-Source-Welt, die aber leider für viele völlig untransparent ist. Ja, in erster Linie ist mir das schon klar, dass man so einen Fehler, wenn man ihn denn entdeckt, irgendwo melden kann. Aber irgendwo ist genau das Stichwort. Ich finde es nicht besonders transparent, an welche, ja in Anführungsstrichen, offizielle Stelle man sich da wirklich wenden kann. Also wo also der richtige Ort wäre, um da einen Fehler zu melden. Ja, guter Punkt. Also wir sprechen in diesem Podcast ja auch öfter mal über Community und was alles zu tun ist. Und ich glaube, wir haben ja an ganz vielen Stellen Dinge gelernt. Also zum Beispiel natürlich die Qualität der E-Mail-Templates. Darf gerne ein bisschen besser werden. Also bessere rein, problematische auch raus. Jemand muss sich diesen Schuh anziehen, sich darum zu kümmern und ganz generell Probleme melden. Dafür ist GitHub halt nicht für jeden Marketier der richtige Weg, oder? Ja, das kann man so sehen. Sollte ich vielleicht mal machen. Okay, und davon abgesehen, hast du noch andere Ideen, wo du Luft nach oben siehst beim Mautic? Ja, wahrscheinlich viele, du grinst mich gerade an. Aber vielleicht kannst du ein, zwei nochmal benennen, die dir besonders im Herzen liegen würden? Ja, es gibt einiges. Also ich fände natürlich schön, wenn die Filterfunktionen im Backend irgendwie ein bisschen transparenter wären, dass man also gezielter sich Sachen anschauen kann, die gerade relevant sind. Oder auch das leidige Thema Datenschutz, dass man nicht ganz so lange grübeln muss, bis man eine datenschutzkonforme Lösung hat. Das geht ja, aber man muss halt ein bisschen fummeln, bis das alles so läuft, wie man das gerne hätte. Das stimmt. Ein paar mehr Sachen out of the box ist unser aller Wunsch und das wird sicherlich kommen. Und ich sehe schon, ich werde dich, glaube ich, nochmal kontaktieren für mehr Wünsche. Aber vielleicht hast du ja zum Abschluss noch irgendwie ein positives Wort für Mautic. Magst du es weiterhin? Ja, gerne. Also ich finde Mautic grundsätzlich toll. Es hat mir ermöglicht, meine tierschutzrelevanten Themen eben bezahlbar an den Mann und an die Frau zu bringen, was ganz, ganz wichtig ist. Denn viele Lösungen sind einfach so kostspielig, dass sie einfach für ehrenamtliche Inhalte nicht geeignet sind. Weil man muss ja gucken, wie man das Ganze auch finanziert. Und das finde ich toll. Also weiter so. Okay, gut. Vielen Dank. Gerne. Viel Spaß noch. Ja, sehr, sehr coole Einblicke und Thomas hat ja schon gesagt, wir haben eine Menge Gespräche geführt. Zum Teil Leute, die Mautic kannten, zum überwiegenden Teil Leute, die Marketing-affin sind oder Profis sind, aber Mautic nicht kannten, zum Teil auch Marketing-Automation nicht so wirklich kannten. Mhm. Und es war echt eine gute Sache, da Mautic mal der Öffentlichkeit nahe zu bringen und, und extrem positives Feedback, was die Sache angeht. Und das Event selber war auch echt cool, muss ich sagen. Ja, definitiv. Ja, wir springen direkt weiter zum nächsten Thema. Und zwar wollten wir dich gerne teilhaben lassen an einer Diskussion, die Thomas und ich diese Woche ziemlich ausführlich hatten. Ja. Und zwar wieder aus konkreten Kundenprojekten heraus. Genau. Thomas, worum ging's? Ich habe in einem größeren Kundenprojekt, vor allen Dingen Webprojekt, tatsächlich jemanden, den ich schon ganz lange betreue. Und da ist das Thema Cookie-Hinweis und Datenschutz und was darf man und was darf man nicht von höchst offizieller Stelle nochmal aufgepoppt. Und genauso sind wir in die Diskussion eingestiegen. Haben die wirklich eine Prüfung gehabt, oder? Ja, genau. Die hatten tatsächlich eine Prüfung. Details erzähle ich jetzt mal nicht. Und dabei sind Dinge aufgefallen. Und ehrlich gesagt, ich war ein bisschen überrascht, was aufgefallen ist, weil unter anderem auch Erwähnungen dazu waren, dass alleine schon auch Google Analytics das anonyme Tracking, so das, was man üblicherweise sowieso als Default einrichtet, zumindest bei uns als Default einrichtet, auch schon grenzwertig ist. Eine Begründung dazu war, dass ja der Tracking-Code aufgerufen wird, das JavaScript. Und wenn man das remote von Google aufruft, Google Analytics Tracking, kann Google ja schon mal die IP erfassen. So, das war ein großer Teil der Geschichte. Ein zweiter Teil war dann wirklich. Darf ich kurz dazu nochmal? Mhm. Ich habe da nicht so richtig Ahnung von. Ist das dann die gleiche Diskussion wie mit Webfonts und so weiter? Ja, im Prinzip ist es genau die gleiche Diskussion. Ja. Also ich binde von fremden Systemen vielleicht auch wieder von Google, Google Webfonts ein. Dann erfährt Google darüber natürlich auch wieder was über meine Besucher. Ja, gut, und die Tatsache, dass man Auftragsverarbeitungsvertrag und Privacy Shield und so weiter alles hat, hilft dann wahrscheinlich auch nicht weiter. Bei Webfonts gibt es ja dann die Alternative immer des selber Hostens. Genau. Und für das Analytics
JavaScript haben wir darüber diskutiert, ob das schlau ist, das selber zu tun. Ja. Also bei dem Standard-JavaScript, wenn ich jetzt nicht einen Google Tag Manager, und das wäre ja das nächste Schlagwort, wenn ich den nicht benutze, dann kann ich den lokal hosten. Das erlaubt mir Google auch. Mhm. Also ist keine Verletzung von irgendwelchen Google-Richtlinien. Und dann wäre ich dieses Problem los. Es gibt aber die schöne Komfortfunktion, und so wird es ja oft auch benutzt, nämlich der Google Tag Manager, mit dem ich ja im Prinzip beliebig viel Tracking mit einer zentralen Administrationsoberfläche, dem Tag Manager eben einrichten, verwalten und warten kann. Und ich dann nur ein JavaScript bei mir auf der Webseite habe, und das ruft natürlich wieder ein Google-Dienst auf. Warum heißt er eigentlich nicht Track Manager? Ja, wer weiß. Ja, okay. Ja. Gut, was tun? Ja, was tun? Das ist wirklich eine ganz, ganz gute Frage, und mein größtes Problem daran ist, ich habe relativ viele Kunden, und ich weiß, dass es bei jedem Kunden auch unterschiedlich beurteilt wird, was wirklich zu tun ist. Also große Kunden mit Datenschutzbeauftragten. Und die Leute interpretieren es zumindest nicht so einheitlich, dass man ein Muster erkennen kann oder sagen kann, genau dies ist der Tipp, und dann bist du auf der sicheren Seite. Ja, okay, die Rechtslage ist definitiv total im Fluss, und was heute ist, ist halt nicht morgen, und was in Deutschland ist, ist nicht woanders. Und ich habe also von vielen Stellen immer gehört, so okay, bisschen vorauseilender Gehorsam ist gar nicht so schlecht, macht am besten schon mal das, was morgen vermutlich kommt, E-Privacy vielleicht eher in 2-3 Jahren, mal gucken. Und dann EuGH-Rechtsprechung, was natürlich kein geltendes Recht ist, blablabla. Also mal gesetzt in den Fall, ich darf tatsächlich kein Cookie setzen, also die extreme Auslegung, ich darf gar nichts machen ohne aktives Opt-in. Da war in deinem Fall jetzt tatsächlich so ein Cookie-Manager. Genau. Das ist die Lösung, ne? Ja, ganz genau. Also wir setzen im Projekt auf ein Produkt, ein Cookie-Bot, verlinken wir sicherlich auch in den Shownotes. Es gibt weitere Tools dazu oder weitere ähnliche Tools, sage ich mal. In diesem Projekt haben wir uns halt für dieses Tool entschieden. Und das kann man entsprechend konfigurieren, und die Variante, die wir beim Kunden einsetzen, ist tatsächlich so, per Default werden nur technisch notwendige Cookies getrackt, und ich muss aktiv zustimmen, das ist also ein Overlay über die Seite, und ich kann die Seite nicht weiter besuchen, bis ich nicht zu bestimmten Einstellungen zustimme. Ja, und selbst dieser Default sind manche Leute, glaube ich, der Meinung, selbst das geht schon nicht. Ich weiß. Ja, soll uns nicht interessieren. Also das Rechtliche tatsächlich mal außen vor, geht ja nur um die Werkzeuge, um das dann umzusetzen, was der Kunde meint, was richtig ist. Korrekt. So, im Mautic-Umfeld ist natürlich Tartan Citron der Open-Source-Weg, den man gerne wählt. Okay. Das kann ich gerne nochmal in die Shownotes packen. Ich habe mir hinterher nochmal Gedanken gemacht, ist das eigentlich eine tolle Sache? Hilft uns das irgendwie, unsere Mautic-Instanz clean zu halten? Ja. Also klar, man verliert Tracking, also man weiß nicht so gut, was ist los mit meinem Funnel. Ich kann auch für weniger Leute verhaltensbasiert zum Ausspielen, also zum Beispiel auf der Webseite, dynamische Inhalte oder getargetete Inhalte oder Focus-Items oder so ausspielen aufgrund des Verhaltens. Das ist natürlich blöd. Also man möchte vielleicht sein Opt-in möglichst schlau gestalten. Genau. Also durch Farbanstrich oder konzeptionell und optisch. Positionierung oder was weiß ich, ne? Und Texting, ohne deswegen am Geist der DSGVO vorbeizugehen. Wobei ist ja auch gar nicht DSGVO, mein Lieblingsthema. Gut, aber mein großer Punkt ist, natürlich halte ich meine Datenbank dann auch relativ sauber, also sämtlicher Bot-Schrott ist dann raus aus der Datenbank, ne? Das ist ein Vorteil. Ja, ganz genau. Ja gut, dann feiern wir das Ding hier einfach mal. Ja, und ich, also Anmerkung dazu noch, natürlich verliere ich jetzt irgendwie von der Gesamtheit der Besucher in meinen statistischen Daten etwas, aber oft geht es ja in statistischen Daten auch um relativen Vergleich, wie verhält sich etwas über einen Zeitraum zu etwas anderem, und diese Relation verliere ich natürlich nicht. Richtig, man muss nur Kunden rechtzeitig den Unterschied zwischen relativ und absolut erklären. Definitiv, ja. Ja. Gut, was haben wir denn als nächstes? Ein kleiner Hack oder ein gar nicht so kleiner Hack, den wir auch in der Praxis hatten, das ist schon 3 Wochen her, dass das hier mal hochkam, aber ich fand es eine ganz smarte Lösung, und zwar machen wir seit geraumer Zeit Bitly, und irgendwie kam auch, da haben wir es wieder, DSGVO, das Thema auf, okay, was muss man denn tun, um Bitly wirklich
safe zu machen. Also Bitly als URL-Shortener, ne? Genau, ja. Oder als Platzhalter natürlich für beliebige URL-Shortener. Mhm. Und die Idee war, ey, warum nehmen wir das eigentlich? Warum machen wir nicht Mautic? Und jetzt in aller Kürze, die Idee ist tatsächlich zu sagen, statt bit.ly/irgendwas kann ich doch irgendwie mau.tick/irgendwas, also eine Kurz-URL meiner Wahl, wo dann nur was ganz Kurzes hinter ist, nehmen, dann auf Apache-Seite einen Redirect machen zu meinem Mautic nach assets/irgendwas. Ja. Und dann von da aus mit normalen Mautic-Bordmitteln zu der eigentlichen URL inklusive Tracking-Code und so weiter Parametern weiterleiten. Ja. Das heißt, ich habe sogar zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe es direkt übers Mautic geführt und ich habe halt Datenhoheit, so wie ich es in Mautic eben habe. Ja. Und kein Dritter sieht die Daten und ich muss meinen Kunden nichts erklären, dass ein Dritter die Daten sieht. Ja. Ist natürlich ein bisschen hölzern noch. Ich muss halt ein Remote Asset im Mautic anlegen. Erkläre ich jetzt gerade nicht, wie es geht. Können wir vielleicht irgendwann uns mal anschauen. Ja. Dieses Remote Asset kriegt eine ID vom System her und hinter dem ID kommt ein Doppelpunkt und irgendein belangloser Name. Mhm. Da kann ich wirklich irgendwas hintippern. Das System guckt nur auf die ID. Aber das heißt, ich lege mir also ein Remote Asset an, speichere das Ding ab und kann dann da, wo ich die Kurz-URL brauche, also beim Abspeichern gucke ich auf die ID, die da entstanden ist, ja. Und dann kann ich halt meine HTTP oder S, egal, my.url/11:// mein cooler Vanity-Name oder halt irgendwie. Also da muss halt mindestens ein Buchstabe stehen und dann geht's. Ja. Und das machen wir tatsächlich auch und ist echt total cool. Wenn diese Bedienung noch ein bisschen eleganter wäre, wäre es noch schicker, anderen zu erklären. Noch dazu, wenn man statt der technischen ID vielleicht einfach einen Hashwert nehmen könnte, würde es sich ein bisschen besser anfühlen, weil dann ist man nicht so verleitet fürs Durchprobieren. Auf 12 und 13. Wenn man ganz auf die ID verzichten könnte und stattdessen nur eine Vanity-URL nehmen könnte, also wenn ich im Mautic Mapping von cooler Name auf die Zahl 11 hätte oder so, wäre es noch schicker und noch vielleicht ein Drag-and-Drop-Interface, dann ist alles super. Ja, nichtsdestoweniger, geht jetzt schon, ist kein Ding, wenn man das nur einmal pro Woche macht oder so, kann man das auch absolut in Kauf nehmen. Wenn ich es dreimal am Tag mache, wäre es mir ein bisschen zu anstrengend. Das, was ich eben an Verbesserungen erzählt habe, wenn wir mal ganz viel Langeweile haben, machen wir das. Ja. Was ich aber auf alle Fälle machen werde, ist das als Feature-Wunsch in die Mautic-Feature-Wunschliste aufzunehmen. Und das ist gleich unser nächstes Thema. Ich wollte einmal kurz hinweisen auf die Wunschliste, die inzwischen im Forum existiert. Es gibt da also eine Forumskategorie, die heißt Ideen und Feature-Requests. Link in der Shownotes, wie immer. Da kann man halt seinen Feature-Wunsch reinwerfen und darüber diskutieren und voten und alles, was dazugehört. Da sind auch ein paar alte Feature-Wünsche schon mal reingewandert. Der größte Topf, wo Feature-Wünsche im Moment leben, ist halt GitHub. Ja. Und GitHub ist halt für Techniker nicht so richtig dolle zugänglich, vergleiche Sabine. Und deswegen bin ich der Meinung, das muss eigentlich ganz weg, dass Features nur noch an einer Stelle gesammelt werden. Alles, was im GitHub drin ist, sollte nochmal aufgeräumt werden und dann ins Forum migriert werden. Ja. Und dann haben wir endlich mal eine ordentliche neue Stelle, wo das gemacht werden kann. Und für alle, die jetzt sagen, warum gibt es denn das nicht, auch da nochmal die Erinnerung, nichts kommt von alleine, wir sind hier Open Source. Ja. Und das ist ein super Ding, wo jeder mithelfen kann. Also ja, die üblichen Links. Ne? Ja, genau. Also das Forum übernimmt immer größere Aufgaben, ne? Ja, zum Teil wird es auch missbraucht, weil nichts Besseres da ist, aber es wird halt an der Struktur noch gefeilt, also zum Beispiel die ganzen Länder- und Sprachenthemen, da können wir auch vielleicht auch irgendwann nochmal drüber sprechen, wie das inzwischen sortiert ist, aber das ist halt auch echt gut, weil bisher ist halt viel zu viel im Slack versickert und viel zu viel gar nicht stattgefunden und ja, also was ich halt damit sagen wollte, natürlich gibt es wahrscheinlich hier und da Applikationen, die bestimmte Fälle besser regeln, aber ich finde es eine super Nachricht zu wissen, okay, alles was mit der Community zu tun hat, alles was sogar im Prinzip mit dem Produkt zu tun hat, eine gute Anlaufstelle ist eben das Forum. Da müssen wir hinkommen, ja, genau. Gut, was haben wir denn noch so aus dem Community-Bereich?
Ah, eine Sache, die mir Leon zugespielt hat. Mautic Inc., was ja inzwischen zu Acquia geworden ist, ist ja, hat ja den Twitter-Account at Twitter. Nein, at Mautic. Ja. Und der ist tot. Also der Twitter-Account von Mautic und genauso der Instagram-Account, die sind inzwischen lahmgelegt und alles wird nur noch auf Acquia gespielt. Facebook gibt es wohl noch, keine Ahnung, wie lange das so bleiben wird, aber im Prinzip Mautic in Zukunft wird halt das Mautic Open Source Projekt sein, was eine super Nachricht ist. Ja. Weil bisher gab es immer die Verwirrung, was ist der Unterschied zwischen @Mautic und @Mautic Community und, ja. Und wo komme ich hin, wenn ich draufklicke und lalala. Ja. Ja. Gut, und Community ist auch schon genau das richtige Stichwort zu unserem heutigen Interviewgast, ja. Was wir natürlich vorher aufgenommen haben mit dem Rodrigo Demetrio. Jawohl. Der zu Hause ist in Sao Paulo in Brasilien und dementsprechend ein Teil der weltweit größten Mautic-Community ist, nämlich der brasilianischen. Und genau darüber habe ich ihn eingeladen, uns heute etwas zu erzählen und bin sehr, sehr froh, dass er sich Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Ja, Rodrigo, hey, how are you doing? I'm doing great. Hey, thanks for joining me today here. I know your name has a Brazilian or Portuguese pronunciation, Rodrigo. I'm struggling, so excuse me. I'll just keep with Rodrigo, okay? No, it's perfect. It's Rodrigo in Portuguese, but usually American call Rodrigo, but you can say in the way you want better. Okay, so we now all know your name, your first name. Why don't you tell us your last name and a little bit of what you are doing and especially what you're doing with Mautic? Okay, first I would like to thank you, Eki, and thank you for having me here. So my name is Rodrigo Demetrio. So I started my career as a developer in 2001. It's a long journey, but in the last 8-9 years, I have been working in digital marketing. So I'm not coding anymore the last 8-9 years. Yeah. So in the last 4 years, I've been working only with Mautic. Only with Mautic products, Mautic service, and everything with Mautic. Okay, cool. Very good. The reason I invited you today was to tell us a little bit about Mautic in Brazil, because as far as I know, it is still the largest community out there. And on the other hand, it is really not very visible to the rest of the world. So I am very curious to learn more about that and to learn from you guys and girls. So let's start with that. How are people using Mautic in Brazil to your experience? What is your role, your personal role in it, but also how are people using it in general? Yeah, it's a kind of because we have one of, like you said, one of the largest communities, but our members they are not so used to get involved and engaged in all Mautic global communities. I don't know exactly why. I think probably one of the first reasons it's the language. So and the second reason, because yesterday I asked in our Brazilian community, in our forum on Facebook, exactly this question. I asked why do you guys think we don't have so many Brazilians interacting and answering and engaging in Mautic global community? So one of the reasons it come up, it was language, and the second one was I was not expecting. They said because usually according to their perspective, global community, market global community, it has a lot of friction, you know, a lot of debate, a lot of discussions, sometimes
this discussion, this conversation become a kind of more, because, you know, I've been working with open source and developer many years, so I'm a kind of used to understand many developers are a kind of not so polite many times, you know, and I was not expecting this answer, but one of the answers in our forum yesterday, it was because they many users understand they have to be like more professional, more, how can I say, more a kind of our community don't allow unprofessional comments or a kind of newbie, how can I say, newbie comments about Mautic. So, and the third point, it's because they believe, because I've been stimulating marketing conversations in our forum. Of course, the mostly of our interaction is still about code, about installation, and technical issues. But I've been stimulating more marketing, and all my interaction with our Brazilian community, it was in order to put more marketers in our community. So they said they feel a kind of so technical post in our global community. So I can say we have three these reasons. One, because of language, obviously. The second, they feel a kind of they feel they needed to, like, they have concerns about to post and got a bad feedback. And the third, they feel the majority of the content are so technical, they feel so I can say probably are those three these three reasons for that. Wow, that is exciting insights, really. Language, okay, that's to be expected. The other ones, that's definitely a lot of thoughts, a lot of learnings out of that. And I think some things to make different, some things to just make more accessible and to make it transparent to people where they can feel free and not be shy and so on. So yeah, we need to work on that definitely. But let's back up a little bit and let me ask you, who is the community in your Facebook group and in your surroundings? Are those users? Are those agencies, freelance marketers? Who is the community? I find it fascinating that you got those answers so quickly and so openly. That's really great. But as a starting point, who is it? Okay, that is a great question. One of the reasons I think it's our community is so large here, I can say we have two big factors. One factor, it's we have a big competitor, a company called rdstation.com. rdstation.com. They are a kind of HubSpot, a copycat. A HubSpot copycat here in Brazil. So they created a model exactly similar to HubSpot, and they got a lot of investment the last 2-3 years, more than $6 million dollars, and they have today more than 12,000 clients here in Brazil and Latin America. So they are huge today. They have a big conference with more than 2,000 attendees. So one of the reasons is because they are putting a lot of content, a lot of information in digital marketing industry here. So when people started searching about that, they get to know about Mautic during this search journey. Oh. And Mautic, how Mautic, like we know, we don't have
contract. We don't have a contact limits, send limits, and many of them they start using Mark because of that. Because RD Station, they are creating a lot of content about marketing automation. They are creating a lot of many conferences over all Brazil and Latin America, and that is one of the reasons. The second reason is because we have a guy here, a marketer, and many others, but this guy called Erico Rocha, he is a kind of an entrepreneur marketer ambassador, so he has a methodology. I don't know if you know Jeff Walker. Jeff Walker, sure. It's a digital marketer. So this guy basically he got that launch formula, and he created here in Brazil, and he has a huge community as well. So we are living here in Brazil a kind of a blossom, a kind of a hot moment, you know, around digital marketing. So everybody's looking for new techniques, new platforms, new tools, and Mauroki, it's inside of all these combination of things. So, but asking your question about what are the typical users, Mauroki users here, I can say we have agencies. Probably agencies are the top group here, because here at Partic we attend. We have a lot of agency as customers here. We have a lot of agencies here. The second largest are the entrepreneurs, the people who are creating their information products, their learning products, their online course, their online training. So they are probably our second largest group. And the third, I could say we have enterprise company. So here in Partic, we have a couple of clients, international clients like Shell, like Enel, a big Italian energy company. They have a lot of government contracts here, and because they can't fit inside like RD Station or HubSpot or Marketo, because they have a complex marketing structure, so they need just a piece of platform like the Mauroki campaign builder, or and so they put Mauroki inside there and a lot of other tools. So I can say we have these three groups, and I have one special group, banks and Bitcoin companies. I didn't know all these financial companies, they have to follow strict regulation. I don't know they have to follow, but I didn't know they couldn't install, they couldn't use anything in cloud. Like they couldn't keep like all their contacts on Salesforce or some SaaS solution, so they have to put everything inside their own server in order to get some kind of certification, some high quality certification. So we got meetings with Sodexo and other bank and Bitcoin institutions because of that. So I can say we have these four big groups: agency, entrepreneurs, enterprise company, and some kind of payment companies who are looking for to protect their data. Wow, that's really, really cool. And it really sounds like you're not doing just a little bit of Mauroki, but really bringing the Mauroki USPs to its best. Now, I would like to get back to the community for a second. You just gave a perfect example of communication within the community, like you asked the questions,
about the global interaction, and you got the feedback. What else is going on in the community? What are people using it for? Like technical exchange, newbie questions, advanced things, best practice stuff, or are you doing a lot of physical meetups too? So what formats are you using? Facebook groups, meetups, what have you? And what is the content? Okay, perfect question. During our first year, because I've started working with Mautic in 2015, it was a kind of a different start, because in 1 year before, I had a digital agency, but I wanted to create something in marketing automation, a marketing automation product. So we had developed a kind of landing page creator, but I didn't monetize this product, so I failed. I had spent, I think, around a half of an apartment in 1 year with developers, designers, rent, and things of that. So I was decided to sell digital service again when, at the end of 2014, I got a message from Google Alerts from Mautic. I was monitoring marketing automation keyword. So in that moment, I bought the domain mautic.com.br, our Brazilian domain, and I sent a message to David just saying, don't worry, I bought your domain. I'm not interested in to resell. I just would like to help community, to help to translate Mautic website. So in 2 days, David answered with Joomla credentials, but it was a surprise. I was not expecting so fast. I would be participating so fast. So after that, we created. David asked to create our communities here. So I'm glad he suggested that. So I've created Meetup São Paulo. Here in Brazil, Meetup São Paulo, and our Facebook group, and our Meetup in Meetup.com, basically are physical meetups. We get together once a month, a small group, 8-10. Sometimes we invited some big partners, some media company. So we had a meetup, we got 40 people, and Facebook group, basically it's only digital. I tried to change our Facebook to a forum, a group or something more appropriate to manage groups, but usually all the users, they love to use Facebook group, like you know, it's easy, they already are inside. So basically we have these two communities. So and we had some guys who had some big audience. Like we have a member called Kawe, and he has a hosting company, a big hosting company. So he invested in some influencers and some YouTubers influencers to promote Mautic, what was great too, because sometimes Mautic is so a kind of a niche. We are trying like always to do something not just for technical guys, because I feel sometimes all our clients, like small or big companies or agency, usually our clients who is in charge, usually it's a guy who
has a kind of history with open source industry, a kind of like we have a big client here, a network of malls, a malls network, and they're huge. They have more than 1 billion in revenue. So, but their digital leader, it's a guy from Drupal, from Drupal community. So what I realized some days ago, it's basically one point in common in almost our clients, their digital marketer, their director or CEO or whatever their position, they have some kind of a relation. They are more technical marketers than that kind of madman marketer, you know. So I don't know if I answer your question. No, very, very, very good. That was really comprehensive. One thing I understand is that the concept of open source is pretty well known in Brazil, at least with the people that you are talking to, the clients. And that is obviously really helpful. It's not always the case, depending on where you are. I have another question, and that is... What is the public, on what level is the public, the recipients of the messaging? Is everybody used to very intense marketing messaging, email nurturing, etc.? Are you using Mautic primarily for email in the first place? Are you doing other things like SMS, text messages, or others? Are you doing a lot of things online and social media? So how is it used, and how well is the Brazilian public used to that sort of communication? So in other words, what is the market looking like, the end market? Great. Well, that it's a great question, because one of our competitors here, RD Station, it's common. Come up question in our forum, what are the difference between Mautic, Marketo, HubSpot, RD Station, and Lead Lovers. We have another one called Lead Lovers here. So basically, what I can say, because the other platforms like HubSpot, they sell their value proposition, it's all in one, you know. It's all you can publish on social media, you can do everything related to your digital marketing at the same platform. So what we know about Mautic exactly, what I'm selling, develop proposition I'm selling using Mautic here, it's you don't need to get a remote control, your TV remote control, like with so many buttons. So you just press to raise the volume or change channel, and you have a lot of tons of other buttons you are not using. So instead of to pay $1,000 monthly, $800 monthly, you could use just one feature or a couple of features you already know you're gonna use. But here in our clients, in our community, I can see people ask more about email, SMS, and WhatsApp, and social media integration. So basically, when they see Instagram plugin, Facebook plugin, our audience, they understand Mautic and publish on these channels. So I say so there is a kind of expectation in our audience, because they compare Mautic with HubSpot, what it's possible with HubSpot. But now with our Mautic users, people who are using Mautic more time, so they understand that, and they are using basically email, SMS, and they are asking a lot about WhatsApp, what kind of integration
if there is somehow how to connect WhatsApp with Mark. So I can say the majority of users, they are used just for email, and we have a small group, a few people who are using SMS and a kind of not standard or kind of modern ways, how can I say, a different way to connect and send WhatsApp messages. So I would like, of course, I always promoting other Mauric features. Like in our company, we are just using email as well. So, but I can say, like last year, I had opportunity to speak in a conference here, so I was talking with some guys about the other platform, the other marketing automation platform. So in they said the clients, they are using just email as well. Basically, they said to me, 90% of the other platforms, like I said before, they are using email. So for me, it seems a kind of, we have a kind of marketing, a marketing value proposition. Oh, you can do whatever you want inside at the same platform, but they can't afford marketing department or agency to manage all these channels. So basically, I can say today we have around 100 clients at Portchick. So I can say for sure, inside all the 100 clients we have, the majority, like 70%, use just email. And the second, they would like to use more WhatsApp. I think today more than social media. Today, I think our community, it's comfortable, but it's used to understand that Mark, it doesn't have social media posting. What I always say in our sales pitch, it's Mauric will develop new features, and not like features you can get for $10, $20, like Hootsuite or Buffer or something like that. So Mauric, it's investing their efforts in things one-to-one and one-to-one communication instead of one-to-many, like posts on a fan page and things like that. So I can say there is this kind of movement around marketing automation, but we are still using basically email. And yeah. Okay. No, lovely. I think that's a reality in most cases around the world, and also for the expensive commercial guys, people pay horrendous licenses and still use the same subset that they can handle. Yeah, before I let you go, in your meetup group alone, I know you're more than 1,000 people, at least registered for the meetup. Do you have any clue how large the community is in Brazil in total? Well, that's a great question, because we have one of our milestones at Portchick. It was because I've met Luis. It's my partner, Luis Eduardo. He's engaged in many Mauric things, like because my first business model was selling, reselling. That time it was Allied. Yeah, Mauric, it had Allied, and I've
become a partner. So I was reselling their Mautic host. I remember it was $12 monthly. So I had a commission. But after 1 year, in 2016, they got an investment, and they changed everything. So they started charging $500. What probably I have some clients they could pay for that, but my model was completely oriented for a small business, and $500. And when we change for real our currency, so that's huge. So that is it's. Almost 3 minimum wage. So I said to David, I need to do something different. So I created Partic, but I'm not so technical guy anymore. I've been like more in digital marketing industry. So I invited Luis Eduardo, my partner, to become my partner. So that time he was working as developer in a big university. I couldn't afford like to pay the same salary, and he's dead. He has kids. So I need to be like serious. So I said to Luis, I will try to get some contracts, and we'll see if I can get some contracts. And after 6 months, I got exactly the same amount to pay the same salary. So Luis quit the job, and we started Partic in 2017. And Luis, he created Mautic Docker repository on GitHub, and today we have over 1.6 million downloads on Mautic Docker repository. So in Brazilian numbers, I can say I know two big guys who host Mautic here. One is mahost.ca, a friend of mine who has a Canadian host, and he said to me he had more than 1,000 Mautic installation there. I had another friend, he said he's running more than 500. So I can say probably we have more than 5,000 probably users, but in our community we have 7,200 in our Facebook group, and more 1,000 in our meetup. So of course we have in both same people in both communities. So I can say we have for sure 5,000 users. Actively users in our community for sure. I think our numbers are around that. Okay, cool. What about the surrounding countries, the Spanish speaking countries? Is there any contact to those? Is Mautic public there as well? If any idea? Yeah, we have two clients in Colombia and one in Uruguay. So we are not publishing many content in Spanish. I would love to do more. I know there are some guys in Spain, in Barcelona, they are promoting Mautic content. But here we don't have so much connection with our Latin Americans here. But for sure, there are some movement in there. But today we have only three clients in Partic who are the other clients from Latin America. I don't know exactly. I was in the last Acquia event here, and I met two guys from Uruguay, and they said they are creating some movement there, but I don't know much like numbers and what's happening exactly there. Okay, fair enough.
Anyway, as you know, I am pretty active in the global Mautic community team. Yeah, you are. And so I'm looking forward to find better ways to reach out to everybody in Brazil and give them access to the global community and also leverage that great crowd of Mautic lovers and motivate people to connect internationally and overcome all the obstacles, and also to learn a lot from you guys. I think that you already mentioned a lot of things today, and there's certainly more to learn. And to getting closer together and to network and interconnect is one of the great strengths of open source. So yeah, for sure. Yeah, it's so great. Yeah, it's so great to belong something bigger than was. I really love that. That it's for sure one of the reasons. And you are. I would love to be like you, like to get involved. So. Because today I'm just working to keep our bills paid, you know. So I really loved what David created, because today I'm paying my kids' bill, my rent, my whole life, and we have five people working at Portique with families, and we are paying our bills. All our bills because of Mautic. I'm so grateful for everything what's happening, and I would love to give more. Sometimes I was worried to pay salaries and everything. It just have to work, and I would love just I love to see guys like you who are working hard to keep everything like working and getting better each day. And that's exactly the beauty of open source, that your contribution is valuable just like mine, and there's a lot of potential for everyone. Okay, Rodrigo, where can people find you online? You've mentioned PowerTech. What is the URL of that? Okay, it's powertech.com, 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 and I got just the Mautic less three letters and powertech.com, and my email is Dmitry at powertech.com, Dmitrio at party.com. So we have a chat, and I try to answer all. I have a Twitter. It's Rodridem. It's RODRIDEME. So I'm open to talk with anyone about Mark. Awesome. Thank you so much. Appreciate your time and all the insights you gave me. Talk to you soon. Take care. Yeah, thank you. Thank you. Okay. Bye bye. Bye. So viel aus Brasilien. Wir kommen zum Ende nochmal zu den Dingen, die vor der Tür stehen, zu den Events. Und dazu erstmal eine ganz allgemeine Neuerung. Wie letztes Mal auch schon angekündigt, gibt es inzwischen eine Event-Page auf mautic.org. Super. Ihr hört auf den Namen mautic.org/events. Mhm. Kann man sich vielleicht sogar merken. Ja. Da finden sich diverse Dinge, nämlich Veranstaltungen, wo Mautic präsentiert wird, Veranstaltungen von und über Mautic, auch Usergroup-Treffen, sei es regelmäßige oder sei es einfach einmalige Landesveranstaltungen, die sogenannten Meetups und Mauticcamps, und auch Online-Events, sowas wie Team-Calls oder Online-Meetups. Wir machen in Deutschland jeden ersten Montag im Monat das, was bisher mauticcamp.de war, heißt jetzt Mautic Meetup in Klammern online. Ah. Für Germany, Österreich, Schweiz. Das ist ein Sprachmisch, aber ihr versteht mich. Ne? Ja. Sowas findet sich jetzt unter /events auf mautic.org. Cool. Ich habe eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt so ein Event habe, wie kriege ich das da eingetragen? Guter Punkt. Da gibt es bisher keine Oberfläche, wie du das machen kannst. Also kein Rechte-System dahinter. Einfach eine Direct-Message auf Slack an die Ruth, an die Community-Managerin, die spielt das gerne rein. Okay. Das ist jetzt halt auch brandneu, da ist noch gar nicht viel drin. Aber wenn ihr selbst ein Event habt, rund um Mautic bisher gibt es noch keine Restriktionen, was da aufgenommen wird, dann schickt der Ruth
gerne eine Slack-Nachricht oder irgendeine andere Nachricht. Und sie hat versprochen, sie nimmt das gerne auf. Super, cool. Gut. So, hast du noch was? Nee, ich habe sonst nichts mehr. Dann danke ich dir, dass du so lange dabei geblieben bist, lieber Thomas und lieber Hörer. ich hoffe, es hat euch ein bisschen was Neues gebracht und Spaß gemacht. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.